Last but not least geht es nach Schlehdorf. Dort setzt die Tischlerei Schwab auf E-Mobilität und lädt die Autos mit überschüssigem Strom, der selbst produziert wird. Ich bin eigentlich schon seit langem begeisterter Elektroautofahrer. Als das begonnen hat, haben meine Familie oder gerade meine Töchter damals eher so das lächerlich gesagt: Ja, Papa, fährst du mit dem Elektroauto, dann können wir mit dem Mercedes fahren. Das hat sich aber generell ins Gegenteil gewandelt. Mittlerweile wird der Strom auch selbst produziert. Und das hat dann funktioniert und es hat sich auch dann von der Preisentwicklung von diesen Anlagen relativ rasant was geändert. Und wir haben dann nur zusätzlich insgesamt drei PV-Anlagen gebaut und haben damit noch geschafft, dass wir zumindest die Menge an Strom, was wir übers Jahr verbrauchen, auch selber produzieren. Um dies managen zu können, gibt es einen Speicher mit Steuerung. Diese intelligente Steuerung übernimmt unter anderem das Laden der Autos, wenn man einen Stromüberschuss in der Firma hat oder der Speicher voll ist. Somit kann man das Zusammenspiel aller Komponenten so effizient wie möglich für den eigenen produzierten Strom nutzen. Ja, das ist dann dieser Speicher, von dem wir gesprochen haben. Der besteht eben aus diesen drei Elementen. Und hier oben ist die Steuerung drinnen. Und mit dieser Steuerung können wir dann eben den gespeicherten Strom möglichst effektiv nutzen, unter anderem auch zum Beladen unserer Elektroautos.